Magdeburg lebt. Schon einmal 1947 gab es im Museum eine Ausstellung unter gleichem Namen. Damals mit dem Phönix als Plakatmotiv, um zu verdeutlichen, dass die Stadt gewillt ist, sich wieder zu erheben. 31 größere Luftangriffe hatten sie in Schutt und Asche gelegt. Jetzt, mehr als 60 Jahre später also, wieder eine Ausstellung unter dem Namen Magdeburg lebt, aus ganz anderer Sicht, als Rückschau auf die schweren Jahre des Neubeginns. In einem Pressegespräch zur Eröffnung der Ausstellung erinnerte Professor Pule daran, dass das Museum neben dem großen Thema Mittelalter auch immer in gewissen zeitlichen Abständen Ausstellungen zur Geschichte Magdeburgs gezeigt habe. Wir haben einen wichtigen Akzent auf der Zeitgeschichte liegen und auf der neuesten Geschichte. Wir haben zugegeben in großen zeitlichen Abständen Ausstellungen gemacht zum Thema Zerstörung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg. Das war Mitte der 90er, 95 um genau zu sein, zum 50. Jahrestag der Zerstörung. Wir haben die Ausstellung gemacht zur Verfolgung, Herr Dr. Kacking hat die Ausstellung erwähnt, in der NS-Zeit. Und wenn man so will, ist das die dritte Ausstellung, die sich mit diesen einschneidenden Ereignissen, einschneidenden Epochen und auch sehr schwierigen Epochen der Stadtgeschichte in der Mitte des 20. Jahrhunderts beschäftigen. Und insofern ist es in gewisser Weise schon eine Reihe von Ausstellungen, in denen wir erklären wollen, wie Magdeburg zu dem geworden ist, was es heute ist. Als wir vor gut 2,5 Jahren den Auftrag bekommen haben, wir sollen eine Ausstellung über die Nachkriegszeit vorbereiten, da schwebte mir so vor, das gesamte gesellschaftliche Leben einfangen zu können. Dass wir hoffen, dass wir viele Aspekte dieser Zeit darstellen, aber wir das gesamte gesellschaftliche Leben, das war wohl doch eine Nummer zu groß, aber ich denke, wir haben doch eine ganze Menge erreicht. Wir haben nämlich 14 Themen mehr der Ausstellung. Einmal ist es das Kriegsende. Wir beginnen mit dem 18. April 1945. Die Amerikaner besetzen Magdeburg. Das ist unser Anfangspunkt. Natürlich kommen sie in die total zerstörte Stadt. Selbstverständlich sind auch Ansichten über diese Trümmerlandschaft da. Das zweite große Thema ist dann mehr oder weniger die Magdeburg unter russischer Verwaltung. Wie hat Magdeburg funktioniert mit dieser russischen Verwaltung? Wie hat die deutsche Verwaltung, die aufgebaut worden ist, darauf reagiert? Wie haben die politischen Kräfte mit der Verwaltung zusammengearbeitet? Also dieser ganze politisch-administrative Teil wird dargestellt. Dann haben wir einen großen Bereich Wirtschaft. Es sind diese Probleme der Sequestrierung, es ist das Problem der Schaffung von Volkseigentum, ob nun kommunales Eigentum oder Landeseigentum oder Volkseigentum, das ist jetzt sekundär, da haben Sie recht. Aber es ist ein großer Teil auch der Demontagen und der SAG-Betriebe gewidmet. SAG-Betriebe waren sowjetische Aktiengesellschaften, die Reparationsleistungen für die Sowjetunion zu erbringen hatten. Dazu gehörten in Magdeburg die großen Schwermaschinenbaufirmen Krupp Groson, Bukow Wolf und andere. Dieses Konstrukt bestand bis Ende 1953. Danach gingen die Werke in Volkseigentum über. Der Name des AMO-Kulturhauses erinnert noch an diese Zeit, denn AMO ist nichts anderes als die Abkürzung für das russische Wort Maschinenbau-Aktiengesellschaft. Genaue Auskunft darüber gibt übrigens das 430 Seiten starke Begleitbuch zur Ausstellung, das in der Reihe Magdeburger Museumsschriften erschien und für 19,50 Euro im kleinen Museumsladen erhältlich ist. Wir haben aber auch das Thema Kirchen mit in der Ausstellung. Nicht nur die Protestanten, sondern auch die katholische Kirche, die ja gerade in dieser Zeit wieder einen Riesenaufschwung nimmt durch den Zuzug aus dem Osten, durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen, die ja meistens katholischen Glauben war, wird diese Gruppe der Katholiken hier bedeutend größer. Und wir
müssen daran erinnern, oder wir können uns daran erinnern, dass 1949 hier für Magdeburg wieder nach Jahrhunderten eigentlich wieder ein katholischer Bischof geweiht worden ist. Das Bistum wird erst viel später, kommt ja erst 1994, aber hier in Magdeburg ist der Bischof Westkamp, der später dann in Berlin Bischof wurde, geweiht worden. Ein ganz spezielles Kapitel ist den Trümmerfrauen gewidmet, ohne die der Aufbau der zerstörten Stadt gar nicht denkbar gewesen wäre. Wir haben uns gedacht, dass wir diese Trümmerfrauen, die sind auf den Fotos da, aber irgendwie kommen sie nicht so richtig zu Wort. Und wir hatten die Damen hier und hatten sie versucht zu interviewen, aber so richtig kam das doch nicht rüber, wie wir uns das gedacht haben. Und deshalb haben wir gemeinsam mit dem offenen Kanal eine filmische Dokumentation vorbereitet. Hannes Köhler, von dem schon gesprochen worden ist, der Student hier aus Magdeburg, der anderthalb Jahre mehrmals wöchentlich hier auftauchte und nicht nur an der Ausstellung und an dem Katalog mitarbeitete, sondern der hat die Organisation dieses Filmes übernommen. Dieser Film wird aber nicht ab morgen laufen. Ich finde und er es richtig, dass wir diesem Film, dass wir diesen Trümmerfrauen einen extra Termin widmen. Dieser Film wird erst am 27. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben hier eine extra Veranstaltung und danach wird er erst in der Ausstellung laufen. Freuen Sie sich auf die älteren Damen, die mit viel Freude sich zur Verfügung gestellt haben und sich vor die Kamera gesetzt haben. Glauben Sie, das war manchmal gar nicht so einfach, die Damen davon zu überzeugen, sich dorthin zu setzen. Aber die waren vorher beim Friseur und haben sich Schmuck gemacht und deshalb war es für sie eben auch etwas Besonderes. Eine weitere Veranstaltung zu diesem Thema findet auch am 3. November im Museum statt. OB Lutz Trümper hat die Trümmerfrauen für den 5. Dezember außerdem anlässlich des 16. Jahrestages des offiziellen Beginns des Wiederaufbaus Magdeburgs ins Rathaus eingeladen. 29 dieser engagierten Frauen weilen aktuell noch unter uns. Magdeburg lebt ist als längerfristige Ausstellung bis zum 9. April 2012 angelegt. Geöffnet ist sie täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 und ermäßigt 2 Euro. Für Gruppen und Führungen gibt es Sonderpreise. Zudem haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt. Am 9. November ist außerdem Studententag. Wer an diesem Tage seinen Studentenausweis dabei hat, darf kostenlos ins Museum.